Willkommen zurück zu Let's Play Godos oder Godos, wie ihr wollt. Ja, das letzte Mal ist ein wenig her. Godos hat bei mir noch keinen festen Platz im Upload-Schema erhalten. Aber wir versuchen da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Und das war das letzte Mal beim Besiedeln des Festlandes. Und mit dem Schritt haben wir hier unser Totem gesetzt, unsere Leute hier hingebracht. Und diese haben schon ihre ersten Häuser gebaut, ein wenig Glauben entwickelt und die ersten sind bereit, weiterzuziehen und neue Bauten zu errichten. Und damit werden wir es schaffen, unser Reich ein wenig auszubreiten. Bis jetzt haben wir ja noch nicht so viel Reichweite, aber sobald wir unser Bevölkerungslimit durch die weiteren Hütten ein wenig nach oben treiben, wird es auch besser gehen. Wir haben hier eine Menge Glauben noch bereit liegen, also ich glaube, dass sich hier jede Menge Glauben generiert hat, während wir ja pausiert haben. Wie gesagt, es ist lang her, seit das letzte Video kam. Ihr hört schon, während ich den Glauben einsammle. Immer leiser. Ja, haben wir eine kleine Melodie, die am Laufen ist. Ich habe die Melodie, glaube ich, noch nie ans Ende gebracht, obwohl ich schon Siedlungen hatte mit knapp 500 Häusern. Ich hoffe, das ist nicht übertrieben, nicht untertrieben. Es ist eine reine Schätzung. Ich möchte hier das Gebiet mal ein wenig ausweiten, weil wir sind hier fast am Festland und können hier schon wieder neue Leute auslaufen lassen. Dann möchte ich den Weg zum Festland doch ein wenig breiter haben, nur dass, ja, Verändern der Landschaft ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ich bin noch von meinem Spielstand vor dem Let's Play gewöhnt, dass das ein wenig schneller geht. Wir kriegen mit der Zeit noch Tools, um das Ganze ein wenig zu vereinfachen. Wehe, du baust dann Haus, du Knilch. Das ist noch kein Zweierhaus. Jetzt dürft ihr gerne Häuser bauen, jetzt habe ich nichts dagegen. Sondern ich glaube, da sind wieder neue Leute auf dem Weg zum Totem. Das könnten wir auch mal ein wenig verschieben, damit das hier ein wenig schneller geht und wir quasi simultan zwei Baustellen haben. Währenddessen sind hier noch so ein paar kleine Änderungen, die wir machen. Ja, verursacht durch Kisten. Währenddessen wird hier übrigens der Tempel ausgebaut, welchen wir per Einsatz von diesen Erzen, Edelsteinen ein wenig beschleunigen könnten, und zwar instant. Also hier haben wir noch ein Flackern für eine Kiste, die hätte ich auch gerne. Und ich sehe gerade, da oben ist auch noch was. Was ist es diesmal? Ja, wieder unsere Felle, die Spannfelle für Zelte und so weiter. Davon kann man, glaube ich, nie genug haben. Ich meine, die nächsten Tags, die wir noch kriegen, brauchen wir alle noch. Was haben wir hier? Ja, wieder Bauholz, das nehmen wir auch gerne. So, wir sehen zu, dass wir die Kante hier noch ein bisschen ausgleichen und das Haus hier noch vom Zweier aufstocken. Währenddessen gehen wir mal kurz hier rüber, gucken, wie es läuft. Läuft ganz gut. Das heißt, wir verschieben das Totem wieder ein wenig und sehen zu, dass hier das Zweier endlich fertig wird. Mal weiter, 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 weiter. Weiter, weiter. Ach komm schon, bitte. Ein wenig schneller. Danke sehr. So, ja, das Spiel ist immer noch auf Version 1.3.1. Keine Patches mehr seit dem letzten Mal. Das hoffe ich, ändert sich bald. Denn ich erhoffe mir viel von diesem Spiel. Das Geräusch heißt, wir haben unseren Tempel fertiggestellt. Und das hier ist ja der Berg der Götter. Ich zeige es euch. Ja, das ist Amy. Sie sagt, das ist ein neues Feature. Das kam mit Version 1.3, glaube ich, dazu. Amy und Konsorten, da werden noch andere vorkommen, sind NPCs, die eine Art Multiplayer simulieren sollen. Das ist quasi ja eine Art Kampfmodus gegen die künstliche Intelligenz des Spiels. Kann ganz lustig sein, wenn man nicht den Dreh raus hat. Ja, und da werden wir schon von Amy herausgefordert. Ich lasse mich mal auf diesen Kampf ein. Ich bin ganz ehrlich, was dieses Menü hier zu bedeuten hat, weiß ich nur ungefähr. Das sind die Start, ja, wie soll ich sagen, die Startgläubigen, die wir mitnehmen können, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Minimaler, maximaler Einsatz 20 und 4. Was es hiermit auf sich hat, ist nicht so wirklich ersichtlich. Wenn wir da draufklicken, da haben wir jetzt keine Zeit mehr zu. Wir gehen einfach mal auf Go gerade. Ja, das ist der Kampfmodus von Godus. Das ist unser Gegner, welcher auch über eine Götterhand verfügt und halt das Gebiet um uns herum beeinflussen kann. Und in diesem Modus werden verschiedene Aufgaben an uns gestellt. Das Schönste an dem Modus ist, dass wir diesen Modus nicht umsonst machen. Denn wenn wir gewinnen sollten, kriegen wir dafür eine Belohnung in Form von mehreren Karten. Und ihr habt ja schon gesehen, dass Karten für uns wichtig sind. Deswegen ist es sehr nützlich, diese Events alle zu machen. Man sieht schon, das geht 10 Minuten lang. Und das, ja, der Auftrag für diese Mission ist es, das größte Bevölkerungslimit zu haben. Das heißt, für uns heißt es jetzt einfach nur Häuser bauen, Plätze schaffen, Häuser bauen. Der Vorteil in dem Modus ist, dass wir sehr schnell neuen Glauben kriegen. Das heißt, wir können das Gelände verändern, bis der Arzt kommt. Denn wir werden nicht irgendwann blank laufen. Und dann heißt es, ja, sorry, du hast keinen Glauben mehr. Du kannst jetzt erstmal nichts machen. Warte gefälligst, bis du einen neuen Glauben hast. Ist nicht, wir können einfach, wie wir wollen, neue Häuser bauen, unser Limit erhöhen. Die KI dürfte gerade in den ersten Leveln eigentlich nicht so gut hinterherkommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, im Start sind sie meistens schneller, aber danach werden sie ziemlich schwach. Wir können ja gleich mal einen Blick drüber werfen. Ich fühle mich jetzt schon ziemlich sicher mit den Häusern, die wir haben. So, ich hätte gern neu. Wir fällen mal den ganzen Schrott hier, damit wir mehr Platz haben. Es gibt zwar nur sehr wenig Glauben, aber es ist hier eine Frage des Platzes. Zack, wieder ein Zweier frei. So, mehr Häuser, mehr Häuser, mehr Häuser, mehr Glauben, mehr Glauben, mehr Glauben. Gerade in den späteren Stages dieses Modus wird es noch einfacher, denn wir kriegen als Gott noch, ja, göttliche Kräfte, die wir in die Welt einwirken können. Wie zum Beispiel den Finger Gottes, mit dem wir Gebäude und Feinde zerdrücken können. Und damit wird es besonders gegen den Computer halt sehr, sehr einfach. So, wir haben schon 30 zu, Quatsch, 35 zu 30. Das heißt, wir haben unseren Gegner schon ausgestochen. Ich wage es mal, einen Blick rüber zu werfen. Man sieht schon, es geht stockend voran. Der Computer arbeitet auch etwas langsamer. Man hat da gesehen, ja, da mache ich mal einen Baum weg. Jetzt macht sie da mal einen Baum weg. Also, wir haben schon so gut wie gewonnen. Ich würde nicht sagen, dass es schade ist. Ich finde, der Schwierigkeitsgrad ist für die erste von 20 Zonen angemessen. Es wird noch schwieriger, aber für Leute, die Umgang mit dem Computer haben, sicher mit der Mauspräzision sind, dürfte der Hügel der Götter kein Problem sein. Ist auf jeden Fall die einzige Möglichkeit, momentan richtig weit zu kommen, denn wie gesagt, man kann hier eine Menge, eine verdammte Menge Spielkarten freischalten. Das werdet ihr gleich sehen. Ich glaube, wir werden nach jedem Match mit circa drei Spielkarten belohnt. Ich bin gerade nebenbei am Erklären und baue halt unseren Vorsprung ein wenig aus. So, ich werde mal hingehen und hier das Gebiet ein wenig verändern. Dazu zoome ich ran, damit wir schneller Bäume fällen können. Obwohl, das geht noch schneller, sehe ich gerade. Einfach das hier nehmen und dann wieder hinzufügen, rüberbauen. Ja, ich werde gleich mal einen Totem platzieren und unsere Leute hierhin schicken, dass hier auch gebaut wird. Das finde ich einfacher, als jetzt so eine Riesenverbindung darüber bauen zu lassen, die mit der Zeit sowieso gebaut wird, aber desto mehr Baustellen gleichzeitig, desto mehr Häuser für uns, desto mehr Vorsprung für uns, den wir wirklich nicht mehr brauchen mit knapp 60 Leuten. So, wenn wir das noch abbauen hier, ein bisschen mehr Land. Kann ja nicht schaden. Die fangen an, ihre ersten Hütten zu bauen. So, das noch ein bisschen ausbreiten. Man sieht schon, ich bin recht schnell mit dem Umgang, was das Verändern der Landschaft angeht. Man kriegt so die Kniffe der Engine raus, wie es am besten funktioniert. Was ich mir wünschen würde, dass das Ganze noch ein bisschen vereinfacht wird, denn gerade der automatische Modus per Doppelklick ist manchmal ein wenig unpräzise. Zum Beispiel kann es sein, dass ich hier sage, auf Land vergrößern und er halt hingeht und denkt, ich will diese Fläche hier vergrößern und macht das Loch größer. Zum Beispiel habe ich auch gerade hier gedoppelklickt und von hier in die Ecke kam nach oben, Quatsch, nach unten herausgeschossen. Also das sind noch so ein paar Macken, die das Spiel hat. Aber das
das Kind, sag ich schon. Das Spiel steckt halt noch in Kinderschuhen, da kann man ein Auge zudrücken. So, ihr baut mal da weiter. Hups, das war nicht meine Absicht. Wir sammeln nebenbei mal weiter ab. Mehr Glaube. So, ja, wir haben noch 5 Minuten totzuschlagen. Ich denke, dass ich hier einen Cut machen werde, weil ganz so interessant wird das nicht mehr. Es ist die erste Stufe und wie gesagt, bin ich schon ziemlich erfahren in dem Modus. Deswegen mache ich hier einen Schnitt. Baue noch ein bisschen aus Langeweile Gründen, weil ich muss die 5 Minuten ja auch irgendwie absetzen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich heiße euch willkommen zurück, auch wenn es für euch nur eine Sekunde war. Es hat sich ein wenig was getan in der Zeit, wo ich weg war, aber das ist ehrlich gesagt eh bedeutungslos, denn ja, wir werden nicht so viel aus diesem Kampf zurücknehmen, also mit zurücknehmen. Es gibt tatsächlich später die Möglichkeit, dass die Gläubigen, die wir in der Karte geschaffen haben, mitzunehmen, aber jetzt noch nicht. Deswegen ist es einfach nur ein überwältigender Sieg gewesen. Und wir kriegen dafür eine Menge Karten. Ja, der wilde Mann, der rothaarige Gläubige ist deiner Heimatwelt beigetreten. Er bevorzugt es in isolierten Unterkünften, nicht isolierten, mehr abgeschiedenen, in abgeschiedenen Unterkünften zu wohnen. Ja, wir haben eine Ressourcenkarte Kerze erhalten. Wir haben erhalten noch eine Kerze und den Kalender als Tech, da haben wir direkt 2 Kerzen für. Brauchen da noch einiges für, aber na gut, das ist doch erstmal was. Tierfelle haben wir auch schon dafür. Feuerholz fehlt uns noch. Und ein paar Kerzen. Gut, wir haben hier noch eine Ecke in unserem Dorf, die wir ohne großes Überlegen plätten werden, beziehungsweise glätten werden. Wir haben auch direkt Feuerholz bekommen. Weg damit. So. Das meine ich. Ich ziehe zum Beispiel die Erde von da. Und normalerweise glättet er dann so Macken daraus. Aber nein, er empfindet es als, ich will hier unten was weiterziehen. Aber wie gesagt, Kinderschuhe darf man nicht vergessen, gerade beim Spiel in der frühen Beta-Phase. So, auf Wiedersehen. Ich möchte gerne diese Fläche hier haben. Auf Wiedersehen. Baum, 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 Baum. Gut, hier ist noch irgendwo was versteckt. Das will ich natürlich auch in meinem Besitz haben. Wir wissen ja nie, was sich da unter der Erde befindet. Ja, gut, das war jetzt nur ein Stein, aber wir können tatsächlich auch neue Fertigkeiten finden. Deswegen bin ich da ziemlich gierig, was sich unter der Erde da mit dem Funkeln verbirgt. Ein wenig weiter, weiter, weiter. So, wir haben die Ecke gleich fertig designt. Ich will mehr Häuser. Wieso habt ihr keine Flaggen über euch? Was ist los mit euch? Können wir keine neuen Gläubigen in die Richtung schicken? Vielleicht, weil das Totem aktiviert ist? Weil das Totem aktiviert ist. Korrekt. Gut. Dann begebt euch mal auf die Reise und baut mir neue Häuser. Ja, wir haben später im Spielverlauf die Möglichkeit, eine Art Wandererstatue zu platzieren, womit wir Leuten im Umkreis sagen können, die sollen sich selber auf den Weg machen und die Welt erkunden und neue, ja, Bauplots bebauen. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Ich nehme euch so ein bisschen Sachen vorweg. Ihr müsst mir sagen, ob ihr das hören wollt, was es noch alles so gibt oder ob ihr euch überraschen lassen wollt. Ich habe immer das Gefühl, ihr wollt ja auch erfahren, was es alles gibt und labert dann drauf los. Was ist es? Feuerholz. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Danke sehr. So, machen wir das noch ein bisschen weiter. Zack, 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 zack. Das ist unnütz. Damit kann ich eigentlich direkt aufhören. Wir haben hier auch noch einen Schrein, den wir gerade ausbuddeln. Einen Schrein der Kraft. Und hier haben wir auch einen unserer rothaarigen Leute. Ja, diese besonderen Gläubigen, die wir dann in unserer Welt haben. Eine Karte gilt, glaube ich, für einen dieser besonderen Leute, die, glaube ich, keinen großen Unterschied machen zu normalen Leuten. Wie lange braucht ihr noch? 3 Minuten. Okay, dann brauche ich mich nicht hier festquasseln und sehe zu, dass ich hier noch ein bisschen weitermache. So, wir haben theoretisch hier das nächste Gefecht im Berg der Götter.
Und nun ja, es kommen mit der Zeit immer mehr NPCs dazu, die auch versuchen, eine Geschichte zu erzählen über das Leben. Aber ich möchte euch nichts vorwegnehmen. Ich werde auch zukünftig mehr übersetzen. Ich will nur mal kurz da reingucken. Ich will den Kampf nicht machen. Ich will nur sehen, was macht die Info? Ne, die Info sagt mir nur, was die Quest ist. Deswegen habe ich keine Ahnung, was diese Teile bedeuten. Ich denke mal, die Belohnung, Karten, Glaube und Gläubige, ich weiß es nicht. Aber wir gehen hier wieder raus. Das machen wir später. Werden wir die Karten wirklich benötigen? Ich denke, das ist dann der passendste Zeitpunkt. Ich hätte gern dich hier unten, wie du funkelst und mich anflüsterst. Mach mich auf. Ja, okay. Kennen wir schon. Einfach abgehakt ab in unser Kartenbuch. Währenddessen gehen wir hin und pflücken unsere Leute mal aus ihren Häusern. Die sollen weiterbauen. Das hier sieht auch noch recht unschön aus. Da kriegen wir auch noch Zweierplots hin. Wunderbar. Sehr gut. Weiter, 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 weiter. Ach, schade. Manchmal, auch wenn die Sachen in den grauen Zonen sind, kann man sie noch abbauen. Aber entweder haben sie es gefixt oder es geht einfach hier gerade nicht so gut. Genauso kann man manchmal außerhalb des normalen Bereichs, im grauen Bereich halt noch die Gegend verändern. Zwar nicht so stark, aber es hat ab und zu geklappt. Ich schieb's einfach mal auf das Gebiet. Ja, wir haben einen Schrein fertig gebaut, einen Schrein der Macht, welcher uns eine neue Fertigkeitskarte gibt, die wir aber jetzt gleich erst pflücken werden. Das ist diese Minecraft-Krankheit. Nur noch ein Block, nur noch ein Block. Das ist hier nur noch das Glätten, nur noch das Glätten. Also manche Krankheiten treten in allen Spielen auf, aber äußern sich halt anders. So, was haben wir denn hier? Tatsächlich den Finger Gottes. Benutzt deinen gigantischen Finger, um deine Gläubigen zu zerquetschen oder ihre Unterkünfte zu entfernen oder sogar Bäume anzuzünden. Gut, das wäre unsere Fertigkeit hier. Wo haben wir ihn? Den Finger Gottes, der nur 200 Glauben kostet, eine gewisse Zeit lang geht, 9 Sekunden bzw. 10. Damit können wir, ist ganz praktisch, ich habe jetzt einmal verschwendet, aber das ist nicht so schlimm. Damit können wir zum Beispiel diese Behausung hier, die nicht mehr so viel Nutzen für uns haben, weil sie keinen Glauben generieren, einfach den Erdboden gleich machen und dafür sorgen, dass wir stattdessen unsere schönen aufgewerteten Häuser bekommen, die uns auch weiterhin Glauben produzieren werden und uns mehr nützen. Das machen wir mal so Stück für Stück hier unten, peu à peu. Und zwar deswegen, dass wir von beiden Seiten dann Leute losschicken können zum Bauen. Gegen Ende wird das nicht mehr so gut funktionieren, aber jetzt funktioniert es noch. Das dürfte eigentlich reichen, um recht schnell die Gegend ein wenig aufzustocken. So, wir bewegen uns wieder nach oben. Wir können ja auch mal, beziehungsweise ich kann euch ja mal demonstrieren, wie wir normalen Gläubigen zerquetschen. Hey du! Okay, war nicht lang genug gedrückt. Desto länger wir drücken, desto stärker ist der Effekt der Fähigkeit. Bau das Haus gefälligst. Ich weiß nicht, wieso er aufhört. Nicht zufällig, weil ich ein gigantischer Finger zerquetscht hat. So, baut weiter, baut weiter, baut weiter. Man sieht schon, unsere Siedlung wächst und wächst und wir nähern uns immer mehr der Bevölkerung, die wir haben sollen. Spätestens wenn das hier und unten die Gegend bemauert ist, haben wir die sowieso. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Wir sammeln mal den Glauben ein. So, schicken noch ein paar Leute los. Sorgen dafür, dass wir hier ein bisschen was zerquetschen. Bam, 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 bam. Das ist wie Ameisen zerdrücken. Das macht richtig Spaß. Ihr würdet das nicht glauben. Das haben wir alle als Kind gemacht. Also, das könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr das nicht getan habt. Du hörst auch auf. Oh shit. Ja, das passiert, wenn wir Trümmer auf der Erde zerquetschen. Dann lösen wir sowas aus. Und ja, wir kreieren kleine Dreckhügel. War jetzt nicht meine Intention, war mir aus Versehen. Ich wollte den kleinen Typen da zerquetschen. Und ich habe meine Pläne über den Haufen geworfen. Ich habe einfach Lust, jetzt alles zu zerschrotten. Du sollst da gar nicht mehr hin. So, schon besser. So. Besser. So, die Siedlung wird es hier.
wird sich jetzt wieder Richtung Süden ausbreiten. Danke. Und hier oben haben wir auch noch Glauben. Ach, das macht das süchtig. So, was ihr mal machen könnt, wir können mal ein weiteres Totem platzieren, damit wir auch hier von zwei Seiten anfangen zu bauen. Keine Freiwilligen, das finde ich aber dreist. Ein Freiwilliger. Okay, ich habe mich geirrt. Anscheinend gilt die Wildermann-Karte doch für mehrere. Ich habe nämlich in Erinnerung gehabt, das letzte Mal mit einer Karte nur einen der rothaarigen Männer gehabt zu haben und später, als ich eine neue Karte davon bekommen habe, den zweiten gehabt zu haben. Aber na gut, so kann man sich irren. Aber wenigstens noch im Video gesehen, dass es anders ist, als wenn in den Kommentaren dann kommt, hey, das ist aber anders. Das ist dann nämlich immer unangenehm für einen selber, wenn man Fehlinformationen unwissend verbreitet hat. Das möchte man nicht tun. Auch nicht, wenn es unwissend war. Ja, ihr merkt schon, hier haben wir noch sehr viel, was wir benutzen können zum Bauen. Das tun wir auch. So, da haben wir wieder einiges hinzugefügt. Aber ich denke, wir sind wieder fast in der nächsten Stufe und das möchte ich für das nächste Mal aufheben. Ja, das heißt für euch leider, dass es jetzt langsam enden wird. Ihr hasst diesen Moment, nicht wahr? Vor allem beim Projekt, das noch ziemlich unregelmäßig ist, mehr sporadisch. Aber na gut. Hiervon wird mal kommen. Ihr habt gesagt, ihr wollt es. Ich bin mir noch nicht sicher, wann es kommt, ob es wöchentlich kommt, ob es täglich kommt. Wenn es täglich kommt, dann kurze Folgen. Wenn es wöchentlich kommt, mindestens 20 Minuten, vielleicht 25. Mal sehen. Aber hier war es erstmal das für diese Folge. Und ich würde sagen, was diese Karte uns bringt, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin noch viel Spaß. Bis dann.